Sonne, es lag was in der Luft. Ich hatte mir wirklich was Perfides ausgeheckt. Sturmfreie Bude, kulinarischer Duft. Der Plan für die Party heute Abend war perfekt. Frank kam mit Lilly und Timo mit Wein, Timos Freundin und noch ein paar Männer samt Frauen. Robert lud unverschämt sich selber ein und endlich stand auch Lillys Schwester am Zaun. Hanna ist meine Prinzessin, sie raubt mir die Sinne, das Herz, den Verstand. Ich kann kaum noch schlafen, kaum essen, für Hanna verrate ich mein Land. Oh ja. Wir saßen, tranken, lachten auf der alten Gartenbank. Die Dämmerung brach ein, so gegen 17 nach 10. Und so wie Hanna da saß, wie sie lachte und trank, noch nie hat ein Mensch etwas so Schönes gesehen. Oh, Hanna ist meine Prinzessin, sie raubt mir die Sinne, das Herz, den Verstand. Ich kann kaum noch schlafen, kaum essen. Komm, Hanna, reich mir deine Hand. Knistern in der Luft, die Atmosphäre erregt. Silhouetten von Körpern und schimmernde Haut. Die Jungs haben sich zu den Mädchen gelegt. Hanna liegt mir zu Füßen, der Mond lächelt sie an. Ihr Körper ein Kunstwerk, die Kurven zart und rund. Möcht sie stundenlang küssen, doch ich komm nicht an sie ran. Denn sie hat nicht nur Roberts Zunge im Mund. Oh, Hanna ist doch mein Prinzessin, ach hätte ich doch bloß viel früher erkannt. Robert kann ich mich nicht messen und ich kann keine Liebe erpressen. Hanna kann ich wohl vergessen, ich nehme die nächstbeste Wand. Oh ja, das ist ein astreiner Mitklatschteil. Go, Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, go, Hanna. Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, go, Hanna. Das kriegt ihr auch hin, oder? Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, go, Hanna. Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, go, Hanna. Komm, komm, ein Löffel noch. Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go, Hanna, go. Dankeschön. Das war die Geschichte mit Hanna. Vielen, vielen Dank. Natürlich sind die Namen von der Redaktion geändert, der Redaktion aber durchaus bekannt, immer noch, nach so langer Zeit. Nina. Die reizende Nina wird jetzt rumgehen mit dem gläsernen Hut. Wollen dazu gerne noch was loswerden. Dort hinten, wo die Dame steht, in Blau. Dankeschön. Da gibt es den ersten Merchandising-Artikel von Herrn Steinwede. Der sieht so aus. Und alles fragt sich, was ist das? Dazu muss er vielleicht wissen, dass ich mit Ralf schon sehr, 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 sehr lange befreundet bin und auch mit Uli. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er nach all dieser langen Zeit einfach ebenfalls, so ähnlich wie ich es jetzt zu tun gedenke, seinen Traum erfüllt hat mit der Kaffeerösterei, dass es hier so super läuft, dass diese Veranstaltung so schön ist, dass die Oase so schön ist und dass die Dinge alle so wunderbar laufen. Und ich rief ihn an und habe ihn gefragt, sag mal, wenn du dich mir vorstellst, wenn du mich dir vorstellst, so eigentlich,
angenehm, Herr Stein wieder. Wie würdest du eigentlich Kaffee mit mir assoziieren? Und dabei ist dieses schöne Tütchen rausbekommen, das heißt eine Tasse Auszeit und ist eine ganz schöne Erfindung von Ralf, denn wir haben hier ein, ja, wie soll man das beschreiben? Einen aufklappbaren Kaffeefilter mit Kaffee. Man braucht also nur eine Tasse, die Menge für eine Tasse ist reichend, heißes Wasser rein und es ist der beste Kaffee überhaupt. Und deswegen hat heute der Kaffee des Herrn Steinwiede, der Kalkberg-Kaffee des Herrn Steinwiede, eine Java-Mischung übrigens, hier Premiere. Könnt ihr dort an dem Stand erwerben, solange der Vorrat reicht. So viel haben wir nicht, aber ein paar haben wir. Der nächste Song wird auch etwas ruhiger. Leg doch bitte einfach mal los.